Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe ein Video bei der lieben Simfinity gesehen und ich musste diese Challenge unbedingt nachmachen. Deswegen seht ihr jetzt im Zeitraffer, wie ich das Ganze erstellt habe und ich werde ein kleines Voice-Over geben. Jedenfalls werdet ihr mich weiterhin nicht sehen. Aber das, was ich halt sonst so gemacht habe. So, ich denke, wir beginnen einfach mal direkt. Und wir haben selbstverständlich mit dem Frühling angefangen, aber ich habe erstmal ein bisschen auf Frame gedrückt, was vielleicht so passen könnte. Ich habe auch ein paar Sachen mir überlegt, die vielleicht, also manche Sachen werden mit Simfinitys Sachen so ein bisschen übereinstimmen. Zum Beispiel werde ich ihr jetzt grüne Haare geben wollen und manche Sachen werden halt auch eben nicht so zusammenpassen wie mit ihrem Video. Ich werde ihr Video übrigens in der Infobox verlinken, falls ihr Interesse habt, das auch anzusehen. Und, ja. Hier seht ihr, wie ich auf der Suche bin nach perfekten Haaren. Weil ich habe insgesamt, glaube ich, 40 Minuten oder so an allem gesessen. Und hat halt schon eine Weile gedauert, ne? Für 4 Sims ist es jetzt zwar nicht so viel Zeit tatsächlich. Aber, ja. Also ich dachte, ich würde nicht so lange brauchen. Weil eigentlich hätte ich noch was anderes vor. Aber ich so, ja, Sims ist schon wichtiger, oder? Und ja, also bei einem Sim habe ich auch ein bisschen was verkackt, also weil da hat ein bisschen was geglitscht. Jetzt ist mir in dem Moment aber nicht aufgefallen, erst als ich das Thumbnail gezeichnet hatte. Aber naja, was soll man tun? Ich habe mich jetzt endlich für diese Haare entschieden und dachte mir, und habe diese Blume gesehen, dachte mir, das ist ja perfekt für Frühling, weil es passt dann so, weil Blumen, so Frühling. Und ich dachte so, ja, sie sieht vielleicht ganz cute aus mit dieser Brille. Also ich weiß nicht, was das jetzt so mit Frühling zu tun hat, aber ich finde es einfach super cute. Es ist einfach, besser ging nicht. So, und ich habe sie sehr dürr gemacht. Keine Ahnung, ich dachte so, das ist relativ repräsentant. Ist das ein Wort für den Frühling? Und, also die Namen sind übrigens auch genau gleich wie bei Simfinity. Aber das, ist ja wohl nicht das Problem, weil ich meine, es ist ja auch inspiriert an ihr und ja, das sollte schon okay sein. Ich habe ihr ein buntes Oberteil gegeben, weil, naja, im Frühling ist es halt auch sehr bunt und ich dachte so, ja, und die Hose ist einfach so, ja, keine Ahnung, ist halt was man gut im Sommer tragen kann, ne? Hatte jetzt sonst keinen so besonderen Grund. Ja, da bin ich auf der Suche nach Schuhen. Ich hab, seht ihr, wie oft ich diese Farben geändert habe? Es ist schlimm. Irgendwie hat sich ihr Po, glaube ich, aber auch resettet. Also der ist, wenn ich nachher nochmal auf sie gehe, ist ziemlich groß. Und obwohl ich den ja eigentlich kleiner gemacht habe, aber naja. Da hatten wir glitschten CC, den muss ich noch aussortieren. die Traits sind einfach nur irgendwie, wie ich spontan gedacht habe, dass es vielleicht irgendwie zur Jahreszeit passt. Ja. Hier gucken wir uns an, was wir vielleicht für Sommer machen könnten. Und ich habe tatsächlich sehr früh diese Frisur gefunden. Was sehr gut ist, weil ich dachte mir so, keine Ahnung, so eine Kurzhaarfrisur ist halt so perfekt einfach. Also ich finde, es geht kaum besser. Also ich würde sowas auf jeden Fall tragen, wenn ich es könnte. Hier habe ich überlegt, ob ich die Brille nehme, aber es hat halt geglitscht und ich war so, hm. Aber letztendlich habe ich die Brille dann halt, glaube ich, doch genommen, weil ich hier sonst nichts schön fand, weil es so krass ihr Gesicht bedeckt hat. Und habe mich dann dafür entschieden, dass ich dann halt trotz, dass es ein bisschen glitscht mit ihren Haaren, dass ich dann doch die Brille auf dem Kopf nehme. Hier habe ich probiert, also verschiedene Blushes zu nehmen. Aber manche haben halt ein bisschen so glitscht und es war so, okay, also ich dachte so, Make-up braucht man jetzt sonst nicht so wirklich im Sommer. Und ich habe mich dann für dieses süße Kleidchen entschieden. Weil es ist halt niedlich und trotzdem stylisch so. Und ja, also es ist auf jeden Fall was, was ich im Sommer anziehen würde. Und ich finde, das repräsentiert das Ganze auch ziemlich gut. Mit ihr bin ich zum Beispiel jetzt sehr schnell fertig geworden, weil ich halt auf Anhieb alles gefunden habe.
Hier sieht man übrigens, dass die also Nägel immer mal ein bisschen gelitscht haben. Und das war mein Problem. Das ist nämlich, glaube ich, bei Frühling noch, dass es halt ein bisschen gelitscht hat, weil mir das da nicht aufgefallen ist. Aber ja, es ist nicht so extrem, aber also wie bei anderen, wo ich das ganz gelassen habe. Aber ja. Ja, wir sind jetzt schon bei Herbst tatsächlich. Und ich dachte so, ja, eine dunkle Haarfarbe wäre vielleicht gar nicht bad so, weil also Erde hat ja viel, also so Erdtöne haben irgendwie viel mit Herbst zu tun und so orange, gelbe Töne und so. Und das wird man dann auch in ihrem Outfit sehen, dass ich mich darum irgendwie bemüht habe, das hinzubekommen. Ich habe leider nichts wirklich Krasses gefunden, was ich ihr geben hätte können, so an sonstigen Accessoires, was sehr schade ist, weil ich hätte ihr gerne was gegeben, aber was soll man tun so? Und letztendlich habe ich ihr dieses Kleeblatt gegeben, den Joker damit. Keine Ahnung, irgendwie dachte ich, passt ganz gut irgendwie. Und ich habe ihr halt etwas dunkleres Make-up gegeben, weil, naja, im Herbst wird es halt langsam dunkler, ne? Ich dachte so, das passt vielleicht ganz gut. Und hier seht ihr diesen wunderschönen Pulli. Ich finde, das passt so gut zum Herbst einfach. Wow. Ich bin so in love damit. Aber ach ja. Das ist einfach, was ich fühle, ja. Und ja, ich hab ein bisschen Probleme gehabt mit der Schuhauswahl. Weil einerseits fand ich dann, dass es gut aussah und irgendwie auch doch nicht. Und I don't know. Und letztendlich sind es die Schuhe geworden. Und wollte ihr eigentlich Handschuhe geben, aber irgendwie hat nichts dazu gepasst. Ich brauche mehr Handschuhe. Irgendwas. Vielleicht ist in Packs, die mir fehlen, noch Handschuhe, die ich irgendwie hätte nutzen können. Oder ich brauche einfach noch mehr neuen CC. Ich habe ja nicht schon genug oder so. Nein. Ich habe Winter ein bisschen mehr chubby gemacht. Also sie ist nicht krass chubby, aber ein bisschen. Weil ich dachte mir so, ja. Chubby erinnert mich irgendwie immer richtig an Winter. Weil, keine Ahnung, alle nehmen so ein bisschen zu, weil, naja, es gibt halt, es ist Weihnachtszeit und da in der Weihnachtszeit isst man viel, auch gerne mal was Süßes. Und ja. Und ja, die Ohrringe finde ich auch sehr passend. Also, weil, keine Ahnung, Sterne ist zwar eigentlich auch was, was man halt sonst auch immer machen kann, aber ich finde, dass es halt vor allem hier im Winter gut passt, zu Weihnachten und so. Und ich fand den roten Lippenstift einfach so gut, weil Rot ist halt auch irgendwie eine Farbe, die sehr repräsentant für Winter ist, finde ich. Also, keine Ahnung, ich verbinde irgendwie Rot auch mit Winter. Und jetzt seht ihr meinen Struggle. Ich wollte nämlich unbedingt diesen Schal benutzen. Und ich habe irgendwie nichts gefunden, was ich da ihr dazugeben könnte als Oberteil, damit es nicht glitscht und komisch aussieht. Und also ich meine, ich habe letztendlich was gefunden, aber wow. Ich habe, by the way, die Augenfarben nicht verändert. Nicht großartig. Oder glaube ich sogar gar nicht. Weil mir das eigentlich relativ egal war. Ehrlich gesagt. Ich finde, die repräsentieren auch so schon ganz gut die Jahreszeiten. Aber das ist natürlich immer so eine Sache. Also ich empfinde das so, wenn andere das nicht so empfinden, dann ist das okay. Aber ich finde es so schon ganz gut. Ja. Und halt, das ist halt ein sehr winterliches Outfit. Das ist auch sehr schön. Finde ich. Und ja. Damit bin ich, glaube ich, schon fast fertig. Ne? Ich gebe ihr jetzt, glaube ich, noch die Handschuhe, dann gebe ich ihr noch die Trades und dann sind wir auch schon durch. Mensch. Hier seht ihr noch einmal kurz die ganzen Girls im Zoo-Durchlauf. Nochmal ein Kurs, wo man nochmal alles sich genauer ansehen kann. Und das war es tatsächlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und